Hallo und willkommen zu meinem zweiten Video. Ja, die Zulassung für den neuen BioNTech-Impfstoff ist jetzt durch. In wenigen Tagen soll die Impfung gestartet werden, hier in Deutschland. In meinem ersten Video habe ich ja euch bereits ein bisschen erklärt, wie das Virus in die Zelle eindringt und welche Nebenwirkungen dieser BioNTech-Impfstoff bei uns Menschen verursacht. In der klinischen Studie 1 habe ich euch das grafisch auch verdeutlicht. Aber was ein bisschen zu kurz kam, war natürlich auch die neue Technik, die benutzt wird, nämlich die Lipid-Nanopartikel-Technik. Und davon geht natürlich auch eine große Gefahr aus. Und das ist das Thema des heutigen Videos, dass wir uns damit ein bisschen beschäftigen. Ich erkläre euch, wie dieses Lipid-Nanopartikel aufgebaut ist von dem BioNTech-Impfstoff, welche Funktion die einzelnen Bestandteile haben und welche Gefahr von den einzelnen Bestandteilen ausgeht und das Ganze auf zellulärer Ebene, wie die Zellen geschädigt werden, wie die Organe geschädigt werden. Alles, was momentan in der Fachliteratur bekannt ist, werde ich euch erzählen. Eine Literaturangabe findet ihr am Ende dieser Präsentation, dann könnt ihr nochmal speziell nachlesen. Ansonsten hat auch tatsächlich BioNTech ein, zwei Versuche gemacht an Mäusen und Ratten. Das Ergebnis dieser Versuche werde ich euch auch erzählen. Das ist nicht veröffentlicht. BioNTech hat nämlich einen Public Assessment Report veröffentlicht, wo sie ein bisschen beschreiben, wie die Ergebnisse waren in diesen Tierversuchen. Die tatsächlich Rohdaten nennen sie nicht, weil es halt nicht veröffentlicht ist. Aber das, was da drin beschrieben ist, ist absolut die Konsequenz von meinen Befürchtungen, welches ich im ersten Video bereits euch erzählt habe. Es ist gefährlich, und aber das könnt ihr selber entscheiden. Fangen wir mal an. Ja, warum braucht man überhaupt eine Lipidhülle um die mRNA herum? Ganz einfach, die RNA ist super instabil. Sie wird, wenn man sie einfach so in den Körper hineinspritzen würde, innerhalb von 10 Minuten abgebaut werden durch die Nukleasen, die in dem Blut schwimmen. Dann könnte aus der RNA kein Spike-Protein produziert werden, welches das Antigen ist für eine Immunantwort. Das heißt, das Ganze hätte keinen Sinn. Das heißt, die RNA braucht eine Lipidhülle. Und ja, was sind die Bestandteile des Impfstoffes? Einmal natürlich die RNA. Dann gibt es 4 Lipide, wobei 2 neu sind, die sind noch nicht zugelassen. Anscheinend jetzt ja mit der Impfstoffzulassung wohl schon. Und es gibt 2 Lipide oder Lipidkomplexe, sagen wir mal so, Cholesterin ist kein reines Lipid, hier, die schon genehmigt sind von der Behörde. Dann haben wir hier noch verschiedene Substanzen, die sind letztendlich nur da, um den pH-Wert innerhalb des Nanopartikels als auch den osmotischen Druck aufrechtzuerhalten, damit, wenn dieser Lipidkomplex, dieses Nanopartikel gespritzt wird, nicht gleich platzen wird im Blut. So, die Lipid-Nanopartikel, die man herstellt, müssen bestimmte Voraussetzungen haben, damit die Technik funktionieren kann. Punkt 1, also die Lipide, die man verwendet, müssen die Lipid-Nanopartikel-Transport im Blutstrom gewährleisten und auch für den Schutz des Abbaus der mRNA durch Nukleasen. Das hatte ich ja anfangs schon erwähnt. Punkt 2 ist, diese Lipid-Nanopartikel müssen natürlich auch an den jeweiligen Körperzellen andocken können und auch von denen aufgenommen werden, also dieses Eindringen, das nennt man dann Endozytose im Fachbegriff, damit überhaupt die mRNA in die Zelle gelangt. Und als dritten Punkt muss die mRNA aus dieser Lipidhülle raus, aber nicht nur aus der Lipidhülle der Zelle, sondern auch aus der Lipidhülle des Nanopartikels. Kommen wir zur ersten Voraussetzung, nämlich die Stabilisierung und den Schutz vor Abbau. Das macht das Lipid mit dem Namen ALC0159. Das ist 2 bis 6% drin und das ist das typische PEG, Polyethylenglykol. Es hat hier aber noch mehr dran, es ist nicht reines PEG, sondern es hat noch ein anderes Molekül dran, das ist ein, nennen wir es Linker. Das ist wichtig später bei der Erklärung, ja, wie der ganze Prozess funktioniert. So, also dieses Lipid ist einmal dafür da, dass es die Lipidhülle stabilisiert und als zweites für die Stabilität des Transports im Blut. Weil dieses PEG, das ist so,
wie so eine Schutzschicht um dieses Lipid-Nanopartikel drum, sodass das Komplementsystem, das ist nämlich ein Teil des angeborenen Immunsystems, das besteht aus vielen verschiedenen Proteinen, dieses Lipid-Nanopartikel nicht erkennt. Weil wenn es es erkennen würde, dann würde es sich drumherum lagern und es markieren sozusagen für Makrophagen, die im Blut auch sind. Und Makrophagen, hatte ich euch im ersten Video schon erklärt, sind ja die Staubsauger des Blutes. Sie erkennen Fremdkörper und nehmen sie auf und bauen sie ab. Und dieser Prozess nennt man Opsonisierung. Und damit das nicht passiert, gibt es das PEG, sodass dass dieses Partikel im Blut im Prinzip ein bisschen unscheinbar gemacht wird, dass es nicht sofort abgebaut wird. Die zweite Voraussetzung ist die Fusion und das Eindringen des Lipid-Nanopartikels mit der mRNA in die Zelle. Ja, das Problem, wenn man PEG hat, also ohne PEG funktioniert das ganze System nicht, weil das Partikel gleich abgebaut wird, es ist instabil, aber wenn das PEG drinnen ist, blockiert es aber gleichzeitig auch das Andocken und die Fusion des Lipid-Nanopartikels in die Körperzelle rein. Ja, das Problem kann man lösen, indem man in dieses Nanopartikel auch Cholesterin mit reinnimmt. Cholesterin ist ungefähr 20 bis 50% enthalten bei dem BioNTech-Impfstoff. Und die Funktion von Cholesterin ist in erster Linie, die unterstützt die Bildung der Lipidhülle und hält sie flexibel, dass die Lipide frei schwimmen können so ein bisschen. Und das Zweite ist, das Cholesterin wird durch Apolipoprotein im Blut gebunden. Also Apolipoprotein E ist ein Molekül, das schwimmt im Blut und findet Cholesterin. Und zwar dieses Cholesterin in der Lipidhülle von diesem Partikel. Und wenn es das findet, dann bindet es dieses Cholesterin. Und dieser Komplex über Apolipoprotein E wird von Zellen erkannt. Und auf diesen Zellen befinden sich Lipoproteinrezeptoren. Da gibt es eine ganze Reihe von Rezeptoren in der Natur. Die bekanntesten sind der LDL-Rezeptor und der LRP1. Und diese Rezeptoren binden Apolipoprotein E, welches wiederum an Cholesterin gebunden ist, welches wiederum das Lipid-Nanopartikel trägt. Und wenn dieser ganze Komplex miteinander bindet, dann wird dieser Komplex von der Zelle aktiv aufgenommen und das Ganze ist dann auf einmal in der Zelle drinne. Dann kommen wir jetzt zur dritten Voraussetzung. Jetzt muss ja die mRNA noch befreit werden aus der Hülle. Ich habe hier einiges aufgelistet. Also in erster Linie ist das Lipid ALC, machen wir mal eine andere Farbe, ALC0315 dafür verantwortlich. Das ist 30 bis 50% etwa vorhanden bei BioNTech. In Stofflipidhülle. Das ist ein kationisches Lipid. Was heißt kationisch? Das sind alles Moleküle, die zur Kathode wandern. Also wer im Chemieunterricht noch aufgepasst hat, die Kathode ist der Pol, der negativ ist. Das heißt, Moleküle, die positiv geladen sind, wandern zur Kathode. Das heißt, ein kationisches Lipid ist positiv geladen. Es gibt sozusagen dem ganzen Lipo-Nanopartikel eine positive elektrische Ladung. So, dieses Lipid ist mitverantwortlich, dass die mRNA aus einer Hülle befreit wird und das passiert letztendlich über eine pH-Senkung, die in der Zelle passiert. Das ist jetzt alles kompliziert, deswegen gehe ich gleich zur nächsten Folie, wo ich es euch grafisch nochmal aufmale, weil das viel einfacher dann zu verstehen. So, nehmen wir mal einen Stift. So, links oben seht ihr das Lipid-Nanopartikel, in der Mitte die RNA und ich habe euch schon mal farblich markiert, die verschiedenen Bestandteile, die da drin sind. Das ist zum einen in grün, ist das kationische Lipid. Dann haben wir das PEG. So, das kationische Lipid, muss ich nochmal sagen, das hat ja positive Ladung außen. Und das PEG, das stabilisiert den ganzen Komplex. Das Problem vom PEG ist aber, dass es diese positive Ladung inhibiert. Das heißt, dass letztendlich ist das Lipid-Nanopartikel doch wieder neutral. Das ist wichtig, jetzt schon zu sagen, weil später hat dieses kationische Lipid eine Funktion. Momentan ist das Nanopartikel noch
hat noch eine neutrale Ladung. So, und dann gibt es das Cholesterin, das habe ich hier in Rot gebildet. So, und im Blut schwimmen jetzt ApoE-Moleküle. Und die finden das Cholesterin und die binden an dem Cholesterin. So, ApoE. Hier findet eine Interaktion statt. Es findet auch statt hier und auch hier. Also es können mehrere ApoE-Moleküle natürlich das Lipid binden. Und auf der Zelloberfläche, hier, das ist ja die Zelle, unten und oberhalb ist ja das Blut. Auf der Zelloberfläche gibt es Rezeptoren. Hatte ich genannt, das sind die Apolipoproteinrezeptoren. Und die erkennen das ApoE. So, die binden auch hier. Und das gibt ein Signal in die Zelle, dass das Ganze jetzt aufgenommen wird. Und dann haben wir im Prinzip die mRNA mit dieser Lipidhülle. Das kann ich jetzt farblich mal nicht so schnell machen. Und das Cholesterin. Und da das ja hier so eine Einbuchtung gibt in die Zellmembran, haben wir dann noch die Hülle von der Zelle drumherum. Ist auch eine Lipidhülle. So, und diese Zellmembran, die hat negative Ladung, weil die Lipide, es wird jetzt recht chemisch, aber es ist wichtig, um nachher die Nebenwirkungen auch zu verstehen, weil diese Lipide haben einen Kopf, der negativ geladen ist. Das heißt, hier haben wir überall negative Ladung. Und was jetzt passiert, ist ein normaler natürlicher Prozess, was immer in der Zelle passiert, wenn die Zelle irgendetwas aufnimmt, zum Beispiel ein Hormon oder Insulin zum Beispiel. Dann passiert es so, dass der Inhalt, was aufgenommen wurde von der Außenwelt, muss ja irgendwie freigesetzt werden. Dafür gibt es Moleküle, ich nenne es einfach mal jetzt Moleküle, die schaffen es, Protonen von außen, also schon in der Zelle, aber vom Zytosol der Zelle, also in dieses Vesikel reinzupumpen. Ja? Und damit reichert sich in dem Vesikel Proton an und das heißt, der pH-Wert geht runter. Also hier außen haben wir noch einen pH-Wert von 7,2, im Blut ungefähr von 7,4 und hier in dem Vesikel am Anfang haben wir schon bereits einen pH-Wert von 6,3. Und das dauert eine Weile. Es kommen immer mehr Protonen rein. Und dann gibt es. So. Und dann geht das so weit runter bis zum pH-Wert von ungefähr 4,7. Das ist so, glaube ich, das Maximum. Also immer mehr Protonen gehen rein. So, mal die Proteine mal kurz aufzeichnen, das ist nämlich wichtig. Die negative Ladung, die geht hier weg, also die ist nur noch ganz schwach. Ganz viel Plus haben wir hier drin. Und dieser negative pH-Wert, nicht negative, dieser kleine pH-Wert, also der saure pH-Wert, verursacht, dass von diesem PEG-Lipid dieser linker hier oben abgespalten wird. Das heißt, es bleibt noch sowas übrig. Und wenn der abgespalten wird, dann inhibiert er nicht mehr die Ladung von dem kationischen Lipid. Das heißt, die Ladung von dem Lipid-Nanopartikel wird auch positiv. Und wenn jetzt alles positiv ist, das ist natürlich viel mehr positiv wie hier in der Zelle, dann strömt auch natürlich Wasser rein. Ohne Ende. Und wie beim Luftballon, wo zu viel Luft reingeblasen wird, platzt dieses Vesikel auf. Und wenn es aufplatzt, dann ist natürlich die mRNA freigesetzt. Die kann dann das Spike-Protein produzieren. Aber auch die anderen Komponenten, hier der Linker, das PEG, das kationische Peptid, Cholesterin, es wird alles freigesetzt. Ist jetzt alles im Innenraum der Zelle. Und was ganz wichtig ist für später, das hier, das kationische Lipid, macht uns richtig Schwierigkeiten und sorgt für massiv Zelltoxizität. Also das ist giftig für die Zelle. In erster Linie natürlich auch die RNA, Cholesterin nicht. Das PEG an sich ist ja auch nicht schädlich,
aber dieses kationische Lipid. So, zwei Sachen müsst ihr euch merken. Also, kationisches Lipid ist sehr schädlich und das Ganze wird aufgenommen durch ApoE und ApoE-Rezeptoren, die auf der Zelloberfläche sich befinden. Gut. Wo gehen denn eigentlich Lipid-Nanopartikel hin? Ich meine, wir kriegen die Spritze in den Oberarm, in den Muskel. Jeder würde denken, ja gut, dann ist es da vor Ort. Es gibt aber Versuche an Mäusen und Ratten, also diese Versuche laufen schon seit über 10 Jahren, muss ich sagen. Und da konnte man klar sehen, und das ist auch in vielen Publikationen der Fall gewesen, oder in allen, die ich gelesen habe, dass diese Lipid-Nanopartikel nicht nur am Ort der Einstichstelle sich befinden, sondern sie sind auch relativ schnell im Blut zu finden und mit dem Blut können sie natürlich in sämtliche Organe transportiert werden. Und man findet sie besonders, also definitiv publiziert ist, jetzt muss ich meine Farbe nochmal ändern, im Knochenmark, in der Leber, in der Lunge, in der Milz, in der Niere. Besonders Leber, Lunge, Milz waren befallen. Die Dauer des Nachweises waren jetzt 10 Tage. Je nachdem, wie schnell der Stoffwechsel ist. Mäuse und Ratten haben einen schnelleren Stoffwechsel und Umsatz. Bei uns Menschen wird es sicherlich ein bisschen länger dauern, denke ich mal. Aber es hängt auch davon ab, wie viel gespritzt wird. Es gibt ja noch keine Daten dafür. Ich habe euch rechts hier mal ein paar Bilder gezeigt, mit eingefügt, wie das aussieht. Also hier oben ist ein Teil der Leber, das ist ein mikroskopisches Bild. In grün ist so die Zellmembran von den verschiedenen Zellen aufgemalt. So, was man hier sieht, sind halt die einzelnen Leberzellen. Also hier ist eine Zelle, hier ist eine Zelle, hier vier. Also das sind hier die einzelnen Leberzellen. Und das Pinke, das ist der Farbstoff, der in den Lipid-Nanopartikeln verpackt worden ist. Das Pinke sind im Prinzip die Orte, wo das Lipid-Nanopartikel hingekommen ist. Und man sieht, dass wunderbar das ganze Gewebe von der Leber ist durchflutet mit den Lipid-Nanopartikeln. Hier ist die Milz abgebildet und man sieht hier am Rand, also dieser Bereich hier, ist der Red Pulp von der Milz, nennt man das. Das ist der Bereich, der besonders stark durchblutet ist. Da sitzen die Makrophagen, also wieder die Staubsauger des Blutes, und warten dort. Das Blut rauscht an denen vorbei und wie am Fließband suchen sie die ganzen Fremdkörper raus. Das ist so eine Art wie eine Reinigung des Blutes, kann man sagen. Aber die Milz ist das Ganze hier. Also hier in der Mitte, das ist die weiße Substanz der Milz, die hat eine andere Funktion wie hier oben die rote Substanz. Aber auch hier, die rote Substanz ist massiv befallen von den Lipid-Nanopartikeln. Dann haben wir hier in der Mitte eine Röntgenaufnahme. Oben hat man ja die Lipid-Nanopartikel mit einem Fluoreszenzfarbstoff markiert. Unten hat man das radioaktiv markiert und man kann sehr gut sehen, je dunkler die Struktur, desto stärker ist das Gewebe befallen mit den Lipid-Nanopartikeln. Und ganz stark sieht man hier, dass die Milz und die Leber hier befallen ist. Die Lunge ist befallen, die Niere, aber die Methode ist nicht besonders sensitiv, deswegen sieht man es nicht so gut. Man müsste sie eigentlich aufschneiden, um es besser zu sehen. Aber man sieht ganz deutlich, dass die Lipid-Nanopartikel nicht an der Einstichstelle verweilen, sondern ganz schnell sich ausbreiten über das gesamte Gewebe. So, dann gibt es hier Versuche am Menschen, eine Präklinik. Da hat man auch gefunden, dass diese Lipid-Nanopartikel in sämtlichen Geweben vorgefunden worden sind, aber besonders in der Milz und in der Leber. So, dann gibt es von BioNTech, Pfizer, Public Assessment Report, die Studie 2072 und hier die Nummer. Also die haben Versuche an Ratten gemacht und die haben die Ratten mit Lipid-Nanopartikel gespritzt. Die Zusammensetzung dieser Lipide waren die gleiche wie bei dem Impfstoff, den sie jetzt an uns verwenden, aber in der Mitte war nicht die mRNA für das Spike-Protein, sondern die mRNA für das Luciferase. Das ist ein Enzym. Und nach 2 Wochen konnte man nach nur einer Spritze sozusagen die Luciferase-Aktivität immer noch im Blut und in der Leber nachweisen bei den Tieren, sowie auch an der Injektionsstelle. Und andere Organe wurden gar nicht erwähnt. Die wurden entweder, ja, vielleicht wurden sie auch gar nicht untersucht. Nach der intramuskulären Injektion, das ist also im Prinzip die gleiche Methode, die sie bei uns anwenden, in den Muskelspritzen, wurde diese Luciferase-Aktivität bereits nach 6 Stunden nach der Spritze im Gewebe der Einstichstelle gefunden, aber auch schon 6 Stunden nach der Spritze in der Leber. Das heißt,
die Ausbreitung des Lipid-Nanopartikels ist verdammt schnell. Also wenn man es in den Muskel kriegt, dann ist es im Prinzip auch schon ganz schnell in die Leber gewandert. Also die Produktion des Spike-Proteins findet praktisch gleichzeitig in sämtlichen Organen statt. Gut, dann haben sie eine andere Studie gemacht, die heißt 38166 in Ratten, in Vista-Ratten. Und zwar haben sie jetzt nicht die Luciferase genommen, sondern tatsächlich den Impfstoff, der auch bei uns verwendet wird, der richtige. Und den haben sie den Ratten auch in den Muskel gespritzt, dreimal, am Tag 1, am Tag 8 und am Tag 15. Und dann 2 Tage nach der letzten Spritze haben sie einen Teil der Ratten genommen und Autopsie gemacht und 3 Wochen nach der letzten Spritze den anderen Teil der Ratten genommen und Autopsie gemacht. So, welche positive Wirkung hatte die Impfung? Die haben sie, also in der Studie haben sie mal ein bisschen tiefer analysiert. Also sie sagen, es gibt schon Hinweise einer Immunantwort. Sie sagen, es gibt eine verstärkte Produktion von Lymphozyten im Knochenmark. Lymphozyten produzieren sich, also die teilen sich und produzieren sich oder entstehen im Knochenmark. Und dann wandern sie aus dem Knochenmark aus und wandern zur Milz und dort reifen sie im Prinzip. Also dort verweilen sie und wenn sie gebraucht werden, dann reifen sie zu reifen B-Zellen zum Beispiel aus. Deswegen, also man sieht mehr Produktion von den Lymphozyten, diesen Immunzellen im Knochenmark, als auch mehr Reifung von diesen Zellen in der Milz, weil die Milz, also die haben die Zellzahl gezählt, aber auch die Milz ist dann vergrößert. Genauso sind auch die Lymphknoten vergrößert. Dann haben sie auch noch eine erhöhte Zahl von zirkulierenden weißen Blutkörperchen im Blut gefunden. Das sind Hinweise einer Immunantwort. Kommen wir jetzt zu den Nebenwirkungen, die es gab. So, sie haben geschrieben, die Ratten hatten eine erhöhte Körpertemperatur. Sie hatten auch einen Körpergewichtsverlust. Und Körpergewichtsverlust bedeutet immer, also bei Nagetieren ist es so, dass die sehr schnell Gewicht verlieren, wenn die gestresst sind. Damit meine ich keinen psychischen Stress, sondern wirklich auch physischen Stress. Also wenn was im Körper nicht richtig rund läuft, dann verlieren sie auch ganz schnell Gewicht. Und das ist bei den Nagern relativ. Das ist wirklich ein Faktor, wo man sagt, der Maus geht's oder der Ratte geht es nicht gut. So, dann hat man auch lokale Entzündungsreaktionen an der Einstichstelle gesehen. Und diese Entzündung hat sich auch ausgebreitet in das benachbarte Gewebe. Man hat Schwellungen gesehen und Hautrötung. Im Prinzip ist es das Gleiche, was ich auch in der klinischen Studie 1 gesagt habe, was wir auch sehen, wenn man uns mit der Spritze in den Muskel, wenn man uns da spritzt, gab es auch diese Schwellungsödeme, auch die Hautrötung. Das sieht man bei den Ratten auch. Aber was man bei uns nicht sehen kann, ist, aber was man bei den Ratten sehen konnte, weil man hat sie ja dann getötet und dann hat man ja eine Autopsie gemacht. Man hat ja das Gewebe entnommen und dann konnte man das Gewebe analysieren und man hat gesehen, dass die halt Gewebeverhärtung haben und Inkrustation. Inkrustation bedeutet die Einlagerung von Salzen in nekrotisches Gewebe. So, nekrotisches Gewebe ist letztendlich Gewebe, was abstirbt. Das heißt, mit der Spritze an dem Punkt, wo es reingegangen ist, ist das Gewebe abgestorben oder noch beim Absterben, je nachdem, wie weit fortgeschritten es ist. Man sieht es auch daran, dass Fibrose vermehrt eingelagert worden ist. Das ist eine krankhafte Vermehrung vom Bindegewebe. In der Regel nennt man das dann Fibrose. Das heißt letztendlich, es werden Kollagenfasern eingelagert. Dieses Gewebe, was hier oben abgestorben, also was hier abgestorben ist, muss ja irgendwie ersetzt werden. Und das wird dann durch Bindegewebe ersetzt. Und dieses Bindegewebe besteht aber aus Zellen, die andersartig sind als die Zellen, die vorher da waren. Also vorher waren es Muskelzellen, das ist jetzt nicht da. Jetzt gibt es diese fibrilhaften Zellen und die haben natürlich eine ganz andere Funktion. Dadurch ist die Funktionseinschränkung des eigentlichen Organs, nämlich des Muskels, also die Funktion ist eingeschränkt. So, und die haben gesagt, dass sie massiv auch das Absterben von den Zellen der Muskelfasern gesehen haben. Das ist im Prinzip genau das, was ich befürchtet habe und was ich auch postuliert habe in meinem ersten Video, nämlich dass diese Lipid-Nanopartikel einfach toxisch sind für die Zellen. Das heißt, wenn ich im Labor diese Lipid-Nanopartikel auf meine Zellkultur schmeiße und ich habe zu viel davon draufgegeben, dann sind die am nächsten Tag tot. Meine Zellen existieren dann nicht mehr. Und genau das Gleiche ist hier anscheinend bei den Ratten passiert. Die Muskelfasern sind eingegangen, sind gestorben. Es hat sich, das ist,
zum nekrotischen Gewebe gekommen und anstelle von dem ist dann ein Bindegewebe gekommen, was wir überhaupt nicht haben wollen. Und die sagen hier auch, dass dieser Phänotyp besonders schwerwiegend wurde und auch öfter zu sehen war nach der zweiten und oder sogar nach der dritten Impfung. Also je öfter man sozusagen das Gift in die Ratten spritzt, desto schlimmer war es. Dann haben sie noch geschrieben hier, dass der Anstieg von verschiedenen Proteinen im Blut nachweisbar war. Zum Beispiel das erste hier Fibrinogen bis 2,49 mal so viel. Fibrinogen ist ein Hinweis auf eine Entzündung der Blutgefäße. Es hat die Aufgabe der Blutgerinnung. Ja, jetzt müsst ihr auch wissen, also wenn der Muskel besteht natürlich nicht nur aus Muskelzellen. Also diese Muskelfaserzellen, da gibt es ja schon zwei Typen, aber eine neue Studie sagt, dass so 11 bis 13 verschiedene Zelltypen sich im Muskel befinden. Natürlich gibt es da Stammzellen, die dann zum Muskel wieder ausdifferenzieren. Es gibt verschiedene Immunzellen, die den Muskel so gesund halten müssen. Es gibt Endothelzellen, die im Prinzip die Blutgefäße aufbauen. Es gibt die Perizyten, die um diese Endothelzellen rum sind, die sozusagen die Kontraktion der Blutgefäße mitverantwortlich sind. Es gibt viele verschiedene Zelltypen dort. Und diese Lipid-Nanopartikel, die sind natürlich toxisch für sämtliche Zellen. Manche Zellen sind sensitiver, andere Zellen weniger sensitiv. Aber offensichtlich gibt es hier kleine Blutgefäßrisse. Das heißt, dass die Lipid-Nanopartikel auch in die Endothelzellen der Blutgefäße eingewandert sind und die zerstört haben. Ansonsten würde nicht leichte Blutung stattfinden und die Fibrinogen synthetisiert werden, welches die Aufgabe hat, das Blut an dieser Stelle wieder gerinnen zu lassen. Sonst würden wir ja irgendwann verbluten, wenn es zu massiv wird. So, dann haben wir hier das zweite Protein, ist Alpha-2-Makroglobulin. Das ist bis zu 71 Mal erhöht. Und das ist auch ein Teil der Immunantwort, welches aufgrund von Entzündungen stattfindet. Das dritte ist AGP, das ist bis zu 39 Mal erhöht gewesen. Und das wird auch produziert, wenn verstärkt Verletzungen von Geweben im Körper stattfinden. Das ist der Fall bei Wiederentzündungen und auch bei Infektionen. Also diese ganzen Schäden, die wir hier sehen, ist absolut etwas, was meiner Meinung nach durch diese Lipid-Nanopartikel-Komplexe zustande kommt und nicht aufgrund irgendeiner Immunantwort, die eventuell nach 3 oder 4 Wochen bei den Ratten eingesetzt hat, weil das Spike-Protein ist ja, also die ersten Ratten wurden ja bereits nach 3 Wochen analysiert, da gibt es ja noch gar keine richtigen oder in großen Mengen Antikörper und das sind alles, dieser Phänotyp, das sind alles Hinweise darauf, dass die Lipid-Nanopartikel, also die Lipide an sich, massiv das Gewebe kaputt machen. Ich habe euch mal hier so ein Bild gezeigt, wo genau man die Lipid-Nanopartikel in der Leber findet. Also hier oben, Moment, so, das ist also die Leber, rot. Die hat man dann hier einmal so aufgeschnitten und dann hat man hier so einen Querschnitt und dann hat man hier so Lebermodule. Das sind Module, das ist keine Leberzelle, das ist ein ganzes Modul. So, das Blau ist halt eine Vene und das Rote ist eine Arterie und das Braune sind die Leberzellen. Und wenn man dann nochmal hier so näher reinzoomt, in dieses Bild so, dann hat man hier diese Vene und das ist die portale Vene und über diese Vene kommen die Lipid-Nanopartikel rein in die Leber. Und das sind jetzt hier die einzelnen Leberzellen. Hier. Die braunen Zellen sind die einzelnen Leberzellen. Und wenn man jetzt hier nochmal eine Vergrößerung macht, ist das schematisch so aufgestellt. Also hier kommen dann die Lipid-Nanopartikel rein. Sie treffen hier auf diese rosa oder lilanen Kupferzellen, also sind jetzt lila markiert, das sind Kupferzellen, das sind die Staubsauger in der Leber, also die Makrophagen sind das im Blut und die Kupferzellen sind das in der Leber. Und man hat die Nanopartikel hier gefunden, massiv in den Kupferzellen, die versuchen den Dreck wegzubringen, also zu entfernen aus der Leber, weil die Lipid-Nanopartikel sind Fremdkörper für die Leber. Man hat die Lipid-Nanopartikel hier auch in dem Raum auf Disse, nennt man das, gefunden und massiv hier überall in den Hepatozyten, also in den Leberzellen. Das heißt, ich habe euch ja auch das Bild vorher gezeigt,
mit dieser pinken Farbe, diese Lipid-Nanopartikel wandern wunderbar hier überall in die Leber ein. So, und ich habe euch ja gesagt, in den Muskel, was für verheerende Zerstörung diese Lipid-Nanopartikel machen. Also natürlich passiert das gleiche auch in der Leber. Die Leber wird geschädigt. Und ich habe hier unten mal so ein Bild aufgezeichnet, wie das aussehen kann. Also das Bild hier auf der linken Seite, das ist ein Querschnitt von Lebergewebe im normalen, im gesunden Zustand. Man sieht hier überall die einzelnen Zellen hier drinnen. Das sind hier zwei Blutgefäße. Und die pinke Farbe ist letztendlich Glykogen. Also Glykogen wurde gefärbt, das ist der Zucker. Wird in Form von Glykogen in der Leber gespeichert als Energievorrat. Und hier rechts sieht man eine Vakuolisierung. Diese Vakuolisierung hier oben haben sie gesagt, in dieser Studie bei den Ratten von BioNTech, die haben gesagt, es findet in den portalen Leberzellen eine Vakuolisierung statt. Und eine Vakuolisierung bedeutet immer, dass der Beweis dafür, dass die Leberzellen absterben. Und zwar sie sterben ab aufgrund von Leberverletzungen. Und diese Verletzung können Sie nur durch diese Lipid-Nanopartikel gekriegt haben. So sehen Sie, also wenn man nochmal zum Bild kommt, also das sind hier die Vakuolen. Ne? Das sind einfach Löcher. An der Stelle waren mal Leberzellen, die sind jetzt weg. Das sieht grauenvoll aus, das ganze Gewebe ist durchlöchert. Hier ist ein Blutgefäß, das ist jetzt nicht weiter schlimm. Dann ist jetzt die Pinkfarbe ist auch ein bisschen weg, weil das Glykogen kann auch nicht so gespeichert werden, weil die Leberzellen auch ihre Funktion verlieren. Ja, übrigens nebenbei, also so sieht zum Beispiel eine Leber aus bei Menschen, die zu viel Alkohol trinken oder die auch extrem fettleibig sind. Das ist auch so, ja, Steatose kann man es auch nennen. So, der zweite Punkt, den Sie analysiert haben, ist, Sie haben gesehen, dass es einen Anstieg von GGT gibt. Das ist ein Enzym in der Leber. Viele kennen diesen Wert, wenn man eine ganz normale Blutanalyse macht beim Arzt, da wird auch die verschiedenen Leberwerte getestet, unter anderem auch das GGT. Und wenn der zu hoch ist, dann ist das natürlich nicht gut. Es gibt verschiedene Ursachen dafür. Und eine Ursache dafür ist zum Beispiel auch eine Lebererkrankung durch Medikamente oder Gift. Ja? Und selbst BioNTech schreibt drunter hier diesen Satz, das ist ein Zitat aus ihrer Veröffentlichung, dass sie vermuten, dass die Vakuolisierung stattfindet in diesen Leberzellen aufgrund von dem PEG-Lipid in ihrem Lipid-Nanopartikel. Also sie wissen ganz genau, dass ihr Zeug die Leber schädigen. Warum wird sowas nicht in den Medien erwähnt? Unglaublich. Ich persönlich denke, es ist nicht das PEG, weil PEG alleine ist nicht toxisch für den Menschen. Ich denke, es ist dieses kationische Lipid und später werde ich euch auch erklären, warum das so ist. So, warum ist denn gerade die Leber geschädigt? Ich habe euch ja schon mal gesagt, dass das Lipid-Nanopartikel hat ja eine bestimmte Zusammenstellung von den verschiedenen Lipid-Komponenten. Und dieses Cholesterin, habe ich euch ja gesagt, das bindet dieses ApoE im Blut. Und dieses ApoE im Blut, das hat Grundsätze, also die Leber hat viele Funktionen, aber eine Hauptfunktion ist zum Beispiel auch der Abbau von Cholesterin. Ja, Abbau von Cholesterin findet in der Leber statt. Und dieses ApoE bindet Cholesterin und hat nichts weiter zu tun, als über das Blut das Cholesterin, was es gebunden hat, zurück zur Leber zu bringen. Also es weiß es, wenn es etwas bindet. Je nachdem, also es ist noch ein bisschen komplizierter, aber jetzt mal grob dargestellt, wenn das ApoE Cholesterin bindet in irgendeinem Komplex, dann wird es zurück zur Leber wandern und dann hat die Leber hier diese ApoE-Rezeptoren, die ich am Anfang genannt habe, welches auch die Muskelzelle hat, also fast eigentlich, ich wüsste jetzt keine Zelle, die das nicht hat. Es gibt so viele verschiedene ApoE-Rezeptoren, jede Zelle wird irgendwas haben. Aber in der Leber gibt es insbesondere LDL-Rezeptor und LAP1. Und damit wird das aufgenommen in die Leberzelle. Also es reichert sich verstärkt in der Leberzelle an, weil halt dieses ApoE, diese Lipid-Nanopartikel
Partikel über das Cholesterin bindet und es einfach dorthin mit Absicht hin transportiert. Während in den anderen Geweben ist es eher unbeabsichtigt. Also dort läuft dieses Lipid-Nanopartikel einfach vorbei an der Zelle und wenn es zufällig dann halt so ein ApoE-Rezeptor hat, dann wird es aufgenommen. Aber das ist hier wirklich ein Transport, das ist ein ganz normaler Mechanismus, wie Cholesterin aus dem Blut entfernt wird, wie der Lipidstoffwechsel bei uns im Menschen funktioniert. Ja, und deswegen wird die Leber ganz besonders stark betroffen sein von den Schäden, die diese Impfung verursacht. So, dann habe ich ja auch in meinem ersten Video erklärt oder gezeigt, dass bei der Studie 1 es zu einem massiven Abfall der Lymphozyten kam bei den Probanden und bereits nach einem Tag nach der ersten Impfung. Dieser Abfall der Lymphozyten war nach einer Woche wieder normal, also es gab so eine Art Erholung. Das sieht man hier. Also hier, das ist die Baseline, sind die Impfproben und je nachdem von der Konzentration, und bei uns wird ja 30 Mikrogramm, also müssten wir ja auf das Braune gucken. Das heißt, von hier auf hier gibt es einen Abfall der Lymphozyten und nach einer Woche ist dann wieder hoch. So, wenn ein Mensch zu wenig Lymphozyten im Blut hat, dann spricht man von Lymphopenie. Das habe ich hier oben aufgeschrieben. Das ist natürlich jetzt hier nicht der Fall, also es gibt keine Krankheit in dem Sinne, aber ich wollte euch nur mal den Fachbegriff sagen, weil es gibt Menschen, die haben halt ein Problem damit. Und die sind auch hochgradig gefährdet, sie sind ständig krank. So, die Konsequenz ist, dass hier, das hatte ich auch im ersten Video erzählt, da liegen 7 Tage dazwischen. Und in dieser Zeit nach der Impfung sind das sind ja jetzt keine Probanden mehr, das sind ja die Leute, die die Impfung haben wollen, die werden sozusagen, sind eine Woche massiv, also die haben ein sehr starkes Risiko in dieser einen Woche an einer Krankheit zu erkranken, dass irgendein Erreger Überhand gewinnt oder. Also eigentlich müsste man die Leute in eine Isolierung, Quarantäne halten für die eine Woche, weil das kann sehr gefährlich werden, wenn die Lymphozyten so weit unten sind. Die Lymphopenie ist bei den Covid-19-Patienten schon bekannt, aber nicht am Anfang der Infektion, also ob man nun jetzt das Spike-Protein als Impfung reinkriegt oder das Virus selber, das verursacht jetzt nicht den Abfall von den Lymphozyten. Sondern, also das ist bekannt, dass die Leute am Anfang auch eine ganz normale oder auch langfristig eine ganz normale Lymphozytenzahl haben. Sondern erst die Patienten, wo es wirklich, wo es kritisch wird, also wenn die in einem Zustand der Hyperentzündung gehen, wenn sie auf der Intensivstation liegen und mit Komplikation, erst dann bricht im Prinzip das ganze System zusammen bei diesen Patienten und dann haben sie auch massiv einen Einbruch in ihrer Lymphozytenzellanzahl. Das heißt, was wir hier sehen, ist nichts aufgrund von diesem Virus, sondern es ist aufgrund von den Lipid-Nanopartikeln. Ja. So, ich bin ja nun mal Wissenschaftler, also ich sehe sowas und dann stelle ich mir die Frage, ja, warum ist das so? Warum ist das so? Was ist die Konsequenz und wie können wir das unterbinden? Das ist so die Denkweise eines Wissenschaftlers. BioNTech scheint es anders zu halten. Also ich habe mir überlegt, naja, warum haben wir denn jetzt einen Abfall von Lymphozyten? Und also in den Mäusen und in den Ratten wurde ja gezeigt, dass diese Lipid-Nanopartikel auch massiv in die Milz gehen, weil die Milz ist stark durchblutet. Da findet der Abbau von Fremdkörpern statt durch die Makrophagen, das habe ich bereits anfangs erwähnt. Es kommt halt zu einer Anreicherung sozusagen von den Lipid-Nanopartikeln und damit zu einer Entzündungsreaktion. Das kann natürlich auf allen Bereichen der Milz ausstrahlen. Zum Beispiel vielleicht strahlt es auch auf den weißen Bereich aus, wo die Lymphozyten warten und auf ihre Aktion warten, wo sie gespeichert sind. Und dann natürlich können die Lipid-Nanopartikel auch da Schäden verursachen oder auch die Entzündung dort Schäden verursachen. Also das wäre eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, man hat Lipid-Nanopartikel auch im Knochenmark gefunden. Im Knochenmark werden ja die Lymphozyten gebildet. Das heißt, vielleicht funktioniert die Produktion der neuen Lymphozyten aus den Stammzellen nicht besonders. Vielleicht sind die Stammzellen teilweise abgestorben. Ja, allerdings muss ich sagen, diese eine Publikation, die es da gibt, sagt, dass es die
Nanopartikel kommen nur in dieses Knochenmark rein, wenn das ist abhängig von der PEG-Struktur und auch der Menge des Cholesterins. Das passt jetzt von der prozentualen Zusammensetzung nicht überein mit dem Lipidpartikel, was BioNTech verwendet. Würde ich jetzt diese zweite Möglichkeit eher nicht so relevant sehen. Dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Ja, B- und T-Zellen, die im Blut natürlich patrouillieren, die besitzen auch ApoE-Rezeptoren. Natürlich binden die auch Cholesterin und damit binden die auch die Lipid-Nanopartikel und die können die aufnehmen. Und wir wissen ja, egal welche Zelle sie aufnehmen, diese gehen relativ schnell kaputt. Also könnte ich mir vorstellen, dass die Aufnahme dann zum Zelltod führt und dadurch werden die B- und T-Zellen eliminiert oder reduziert im Blut. Bis dann irgendwann die Lipid-Nanopartikel überwiegend abgebaut sind, dann kann man natürlich auch wieder neue B- und T-Zellen, die werden ja parallel dazu neu produziert und die werden dann ans Blut abgegeben von der Milz, wo der Speicher ist, ans Blut ab, weil das ist ja, wenn der Abfall vonstatten geht im Blut, dann ist das ein Signal an die Milz, ihren Speicher zu entleeren und diese Zellen, die warten ja nur darauf, die gelangen dann ins Blut. Und dadurch ist halt dieses Recovery, also diese Erholung nach einer Woche zu sehen. Ich vermute, dass die dritte Möglichkeit wohl die wahrscheinlichste ist. Das sind alles Sachen, die müsste man vorher untersucht haben. So, warum sterben denn überhaupt die Zellen ab? Der Grundsatz ist, je kleiner die gespritzten Partikel sind, desto giftiger sind sie für die Zelle. So ein Lipid-Nanopartikel ist besonders klein und da 100 Nanometer und deswegen sind sie auch besonders gefährlich für Zellen, weil je kleiner ein Partikel ist, desto besser und mehr können sie Interaktion mit anderen Molekülen in der Zelle eingehen und das führt immer zu irgendeiner Giftigkeit, also Toxizität. Wie sieht denn die Toxizität aus? Ich denke, es kommt überwiegend durch die kationischen Lipidkomponente zustande, also hier diese ALC03115, was bis zu 50% im Lipid-Nanopartikel von BioNTech vorhanden ist. Das sagen auch unheimlich viele Publikationen, die Versuche gemacht haben mit kationischen Lipidkomponenten. Das heißt, diese kationischen Lipidkomponenten werden ja freigesetzt in der Zelle und das verursacht eine Produktion von Sauerstoffradikale. Und Radikale sind Ionen und Ionen haben in der Zelle nichts zu suchen, die müssen entfernt werden. Die Zellen haben Mechanismen, um diese freien Radikale abzubauen, um einzufangen, zu neutralisieren. Aber wenn zu viele gebildet werden, dann hat die Zelle auch keine Chance mehr. Zum Beispiel sollte jeder von euch auch genügend Vitamin C essen jeden Tag. Also ich kann da empfehlen, 1 Gramm pro Tag. Weil das ist natürlich ein super Antioxidant, auch um gegen freie Radikale vorzugehen. So, was machen denn die Sauerstoffradikale? Sie verändern zum Beispiel die Calciumkonzentration. Oh, falsche Farbe. Die Calciumkonzentration. Und wenn das viele Proteine, die Aktivität von Proteinen sind abhängig von bestimmten Calciumkonzentrationen, natürlich wird dann die Aktivität von den Proteinen verändert. Dann die Sauerstoffradikale können Gene an- oder ausschalten, eingehen, welches besonders von Radikale beeinflusst wird, ist das P53, welches das Krebsgen ist. Das heißt, wenn dieses extrem aktiv ist oder mutiert, dann bekommt man sehr schnell einen Krebs. Dann gibt es oxidativen Stress. Dieser oxidative Stress ist überhaupt nicht gut für die Zellen. Es ist ein komplettes Durcheinander von Funktionen, die da sind in der Zelle. Die Zelle funktioniert einfach nicht richtig und auch nicht gut. Es kommt auch zu Zytokinausschüttung, weil die Zelle sieht ja, dass da ein Problem mit sich selber ist. Die Radikale können mit der DNA interagieren und machen DNA-Brüche. Normalerweise, also DNA-Brüche können immer stattfinden, aber sie sind halt nicht unglaublich viele. Das heißt, es gibt auch Reparaturmechanismen der Zelle, die diese DNA-Brüche wieder flicken. Diese Reparaturmechanismen können aber auch dann irgendwann versagen, wenn zu viele Brüche sind, weil dann sagt die Zelle auch, nee, also das kriegen wir hier nicht mehr hin. Wir machen jetzt den eingeleiteten Zelltod, die Apoptose im Fachjargon. Und ja, dann stirbt die Zelle ab, wenn zu viele DNA-Brüche da sind. Oder diese Brüche verursachen, dass diese Reparaturgene und Proteine, die dafür zuständig sind, nicht mehr synthetisiert werden können. Das heißt, die Brüche funktionieren immer weiter und dann kann natürlich auch es zu einer Krebszelle kommen. Ja, diese Radikale und auch diese kationischen Lipidkomponenten können an Proteinen sich binden.
Auch Proteine haben oft eine Ladung. Sie haben Aminosäuren, die sind negativ geladen oder positiv oder neutral. Und dieses kationische Lipid hat ja auch eine positive Ladung. Und dann kann es da zu Interaktionen kommen. Wenn es zu Interaktionen kommt, dann ist meistens die Faltung des Proteins nicht mehr gewährleistet. Sie wird entfaltet oder falsch gefaltet und damit verliert das Protein seine Funktion, seine Aktivität. Es kann zu Lipidperoxidation kommen, könnt ihr nachschlagen bei Google. Also grundsätzlich, das sind alles Stichpunkte, die ihr nachschlagen könnt. Wenn ich das jetzt hier alles ins Detail erzähle, brauche ich nochmal eine Stunde. So, bei der Lipidperoxidation ist es so, dass die kationischen Lipidkomponenten mit der Zellmembran interagieren und damit verliert die Membran an Integrität, das heißt ihre Flexibilität etc. und ihre Funktion. Und damit können Ionen in die Zelle eindringen und dann schwemmt auch Wasser nach und dann platzt die Zelle auf und dann gibt es auch den Zelltod. So, alles nicht gut. Das ist alles auf Basis in der Zelle, was passiert, nur weil dieses kationische Lipid aus dieser Lipidhülle von dem Impfstoff da reinkommt. So, die Zellen sterben ab. Wenn die Zellen absterben, die sind ja in einem Gewebe integriert, dann hat das ganze Gewebe im Prinzip ein Problem, ne? Kann die Funktion nicht richtig ausführen, weil ein Großteil des Gewebes stirbt ja ab. Also kommt es zur Entzündungsreaktion. Und man weiß durch Versuche, dass zum Beispiel, wenn diese Entzündungsreaktionen in der Lunge stattfinden, und zwar durch lungenanhaltende Lipo-Nanopartikel, also die wandern dann in die Zellen der Lunge ein, dann kommt es auch zu erhöhten DNA-Brüchen. Und wenn das wirklich langfristig anhält, dann kann es zu Lungenkrankheiten und auch zu Lungenkrebs führen. Gut, die Impfung, also die Lipid-Nanopartikel aus der Impfung, die werden irgendwann abgebaut. Das ist jetzt hier nicht langanhaltend. Aber was langanhaltend schädigt, wird kurzanhaltend nicht besser sein. Dann in der Milz gibt es auch erhöhte DNA-Brüche, gleiches Spiel wie die Lunge und im Blut. So, das ist nochmal ein neuer Faktor. Ich habe ja schon gesagt, die Leukozyten gehen massiv runter, aber im Blut gibt es ja noch mehr. Also es kommt zum Beispiel zu Thrombose und Hämolyse. So, Hämolyse, was ist denn das? Das ist das plötzliche Auflösen vieler roter Blutkörperchen. Und das ist super gefährlich. Das ist so eine Abruptauflösung. Und zwar, also auch die roten Blutkörperchen haben irgendwelche ApoE-Rezeptoren auf ihrer Oberfläche. Und auch die können diese Lipid-Nanopartikel aufnehmen und können dabei absterben. So, was verursacht? Also man kennt ja, also es gibt Patienten, die kriegen eine Hämolyse und dann kennt man auch ganz genau wie nennt man das, Merkmale, wie das aussieht. Nämlich es verursacht Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, Bauchschmerzen, Erschöpfung, Atemnot, Ohnmacht. Jetzt guckt euch mal diese Nebenwirkungen an. Das sind genau die Nebenwirkungen, die die Impfprobanden in der klinischen Studie 1 und 2 und 3 zeigen. Ich würde mal gerne wissen, ob irgendjemand mal eine anständige Blutanalyse bei diesen Patienten gemacht hat. Außer nach Lymphozyten zu gucken, weil Lymphozyten wichtig sind für die Immunantwort, sondern auch mal nach anderen Substanzen zu gucken. Wie zum Beispiel, wie sind denn die roten Blutkörperchen? Oder wie sind denn die Hormone? Wir haben ja gesehen, bei den Ratten gibt es ja eine Veränderung im Hormonhaushalt und Fibrinogen, Alpha-2-Makroglobulin, ist alles verändert. Ich würde das gerne wissen, weil das ist alles aufgrund von den Lipid-Nanopartikeln und es hat nichts mit der Immunantwort auf das Spike-Protein zu tun. So, der letzte Punkt ist, das ist ja auch ein bisschen diskutiert in den Medien, die Allergie gegen das PEG. Ich habe ja schon gesagt, das PEG an sich ist nicht giftig für uns. Das ist völlig harmlos für unsere Zellen. Aber es gibt so eine Art Hypersensitivität gegenüber das PEG. Das heißt, Menschen, die schon mal irgendwann in seinem Leben oder ihrem Leben mit PEG in Berührung kamen, keine Ahnung, wo es überall drin ist, das wird vielleicht ein Toxikologe besser wissen, da könnte es sein, dass diese Person eine Antikörperantwort gegen das PEG entwickelt hat. Und wenn es irgendwann in dem Leben dann wieder mit PEG in Berührung kommt, dann kriegt man innerhalb von 5 bis 10 Minuten eine Hypersensitivitätsreaktion. Und das kann super gefährlich sein. Also da ist, ja, also diese Antikörper, die gegen das PEG gebildet werden, erstmal werden dann aktiv. Das heißt, die Liponanopartikel,
die das PEG haben, werden mit Antikörper dann befallen und damit wird das Lipid-Nanopartikel erstmal aus dem Blut sofort eliminiert. Und damit ist ja die Impfung komplett wirkungslos. Also diese Leute, die diese Immunantwort kriegen, da hat die, da wird kein Spike-Protein mehr gebildet, da kann keine Immunantwort mehr kommen. Ja, das war alles umsonst. Abgesehen davon haben die aber jetzt Probleme mit ihrer Allergieantwort. Nämlich hier die Reaktionen, die sind ja allergische Reaktionen und das ist immer mit Erschöpfung, aufgequollenes Gesicht, Blutgefäßerweiterung, Atemnot und teilweise auch erhöhte Sterberate, also kurz gesagt anaphylaktischer Schock verbunden. Und mal, wir wissen ja, dass bei manchen, ich glaube im Staat Alaska von USA, wurde die Impfung erstmal wieder abgebrochen, weil halt so viele Menschen eine allergische Reaktion gegen PEG gezeigt haben. Also die gibt ja Bilder im Netz mit Menschen, die erschöpft sind und aufgequollenes Gesicht haben. Ja, das war's. Das ist die Literatur oder die Hauptliteratur, aus der ich dieses Wissen habe, inklusive meinem eigenen Wissen aus 20 Jahren Forschung. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe ja schon nach dem ersten Video super positives Feedback von euch gekriegt. Das finde ich ganz toll. Das baut mich auf, auch weiterzumachen. Ja, jetzt wissen wir unheimlich viel über den BioNTech-Impfstoff, wie die Lipid-Nanopartikel aussehen und was die bewirken, dass sie wirklich gefährlich sind für uns, dass da viel verschwiegen wird. Ja, könnt aber euch eine eigene Meinung machen, was ihr wichtiger findet, die Impfung oder also ob die Nebenwirkungen für euch tolerabel sind im Vergleich zu der positiven Wirkung, die ihr durch die Impfung kriegen wollt. Das könnt ihr selber entscheiden. Ja, als nächstes würde ich dann wahrscheinlich den Impfstoff von Moderna nehmen. Das hatte ich ja letztens angekündigt, aber ich habe das jetzt doch ein bisschen gewechselt. Aber Moderna steht ja wohl jetzt doch auch stark in den Startlöchern. Das heißt, ich werde dann jetzt das nächste wirklich da auf Moderna eingehen und die Lipid-Nanopartikel und die Gefährlichkeit ist ja analog auch viel moderner. Na, ist ja die gleiche Technik. Gut, dann hinterlasst mir gerne Kommentare und ich hoffe, ich sehe euch das nächste Mal. Tschüssi!